Ich werde heute den goldenen Ticketgewinner besuchen, und zwar den guten Nick. Alles, was du jetzt hier drehst, bekommst du auch. Cool. Oh, Smith-Toys-Geschenk. Eine Nerf, das ist auch meine erste. Oh. iPad. Ein iPad? Oh mein Gott! Jo Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein richtig geiles Video. Ihr habt es wahrscheinlich gerade am Prä-Intro schon gehört. Ich werde heute den goldenen Ticketgewinner besuchen, und zwar den guten Nick. Und wir werden heute mit ihm ein richtig geiles Video machen, denn er bekommt alles geschenkt, was er auf dem Glücksrad dreht. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ey Kevin, wo ist denn der Nick? Den haben wir im Prä-Intro schon gesehen. Ich bin tatsächlich jetzt gerade noch vor deren Haustür. Ich habe hier vorne geparkt, das komplette Auto muss nachher auch noch voll beladen werden mit den ganzen Geschenken, die Nick dann höchstwahrscheinlich bekommen wird, wenn er sie denn auf dem Glücksrad dreht. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare Hashtag ich möchte auch das goldene Ticket gewinnen, denn Freunde, am 3.8. kommt ja auch wieder neuer Merch, aber dazu gibt es alle Infos später. Wir klingeln jetzt erstmal. Okay, Freunde, wir stehen jetzt hier schon an der Haustür und ich würde sagen, wir klingeln einfach mal und ich hoffe mal, dass der gute Nick dann auch gleich antworten wird. Hallo Nick, alles klar, Meister? Moin! Dürfen wir reinkommen? Mhm. Ja? Ich hab dir da auch direkt mein Zimmer. Oha! Willst du meinen Zuschauern schon mal Hallo sagen? Hallo! Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Das ist mein Zimmer mit meinem Hochbett. Oh, es geht schon direkt los. Und ich habe einen riesen Greifer. Oha, du hast einen riesen Greifer? Mhm. Oha. Ey, da ist eine Schlange drin, Nick, da musst du aufpassen. Okay, willst du mal einmal ganz kurz sagen? Also du hast ja das goldene Ticket in deinem Paket drin gehabt. Ja, das ist da vorne. Oha, willst du mir das mal geben? Das muss ich mir mal angucken. Freunde, da oben ist das goldene Ticket. Alter, Freunde, guckt euch das an. Das ist das goldene Ticket von Nick. Oha, ich sehe, du magst auf jeden Fall Pokémon. Mhm. Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin 7 geworden. Du bist 7 geworden? Aber ich habe dir noch gar nicht verraten, was wir heute machen werden. Hast du irgendwie eine Idee, irgendeinen ganz großen Wunsch? Also ich möchte ein paar Freunde grüßen. Ein paar Freunde willst du schon mal machen? Mhm. Ja? Ich grüße Rian, Luis, Leo, Kaspar und Ali. Okay, Grüße gehen raus schon mal an die. Nick, ich würde sagen, ich muss mal einmal ganz kurz mit der Kamera alleine sprechen. Ist das okay, damit sie den Zuschauern schon mal erzählen kann, was wir gleich machen? Mhm. Willst du schon mal kurz zu Mama gehen? Mhm. Ja? Okay, Freunde, ich würde sagen, ich muss jetzt einmal ganz kurz hier in Nick seinem Zimmer das Glücksrad vorbereiten. Und übrigens, Freunde, wie gesagt, 3.8. 12 Uhr auf Clash Games vom Shop kommt der neue Merch raus. Ich habe ihn jetzt leider gerade nicht an, weil der in der Wäsche ist. Aber der ist streng limitiert auf 1000 Stück. Dazu gibt es erstens eine handsignierte Autogrammkarte zu eurem T-Shirt oder Hoodie. Dann so einen richtig krassen Schulranzen mit dem Eierkopf-Logo drauf und ein Federmäppchen. Also gönnt euch. Und jetzt würde ich sagen, bereiten wir das Glücksrad vor. Geh mit Nick ins Wohnzimmer oder wo auch immer hin und dann dafür ordentlich drehen. So, Nick, wir sitzen jetzt hier bei dir im Wohnzimmer. Hier ist nochmal das goldene Ticket. Ich gebe dir jetzt einmal ganz kurz mein Handy. Du darfst jetzt einmal angucken, was hier so draufsteht. Und zwar, du siehst, das ist ein Glücksrad. Darf ich mal einmal, dann drehe ich mal einmal ganz kurz für dich, dass du gucken kannst. Du siehst, hier oben steht Geschenke für Nick. Ja? Mhm. Wer ist Nick? Ich. Du bist Nick, genau. Und wenn ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen durchscrollen, ist hier zum Beispiel Smith-Toys-Geschenk, Süßigkeiten-Geschenk, Paulberger Limo, Eierkopf-Merch-Paket, der EM-Ball, iTunes-Karte. Und weißt du was? Mhm. Alles, was du jetzt hier drehst, bekommst du auch. Cool. Cool, oder? Mhm. Die erste Sache, die hier kommt, die kriegst du auch, okay? Mhm. Ich bin gespannt. Die erste Sache ist Paulberger Limo. Paulberger Limo. Dann würde ich sagen, machst du einmal ganz kurz die Augen zu, Nick. Und dann gehe ich einmal kurz einkaufen und ich zauber die dann mal her. Ja. So, Freunde, die erste Sache, die konnte ich euch tatsächlich nicht zeigen, den Einkauf, weil tatsächlich der gute iCrimex mir das zugesendet hat. Ja. Achtung, Nick, noch nicht gucken. Mhm, ich gucke nicht. Nick, du darfst jetzt gucken. Oha, den ganzen Vorrat Paulberger Limo, danke. Bitteschön. Das ist aber nur die erste Sache, Nick. Mhm. Du hast den ersten Dreher gemacht und alle anderen Sachen da drauf sind ja auch noch für dich. Willst du auch eine? Wenn du jetzt eine trinken willst, dann hau rein. Soll ich dir helfen? Mhm. Ja, warte mal. Möchtest du die hier trinken? Ja.
Hast du schon mal Paulberger Limo getrunken? Mhm, alle drei Sorten. Alle drei Sorten. Du kannst auch gerne nochmal einmal in die Kamera gucken und nochmal Danke sagen an Max. Danke an Max. Ja, weil der hat mir tatsächlich die zugesendet, dass ich die heute mitbringen kann. Willst du auch eine? Dann probieren wir mal einmal ganz kurz. Oha! Ich hoffe, die schmeckt dir, Nick. Aber ich habe gehört, du bist ein großer Paulberger Limo-Fan. Oha! Die schmeckt auf jeden Fall lecker. Muss ich aber auch sagen. Dann stellen wir das einmal hier kurz zur Seite. Mhm. Und dann darfst du jetzt das nächste Mal drehen, Nick. Was kommt jetzt? Süßigkeiten 1. Was heißt das? Was heißt das? Ich würde sagen, da machst du die Augen zu. Ich gehe einmal ganz kurz was holen. Ich muss mal wieder einkaufen gehen. Und dann komme ich gleich mit der nächsten Sache, Nick, okay? Okay, Freunde, Nick hat jetzt das allererste Mal Süßigkeitenladen gedreht. Und ja, ich bin tatsächlich jetzt hier gerade in einem richtig nice Süßigkeitenladen. Hier gibt es richtig viele Sachen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Kevin, was möchte Nick denn als allererstes aus dem Süßigkeitenladen haben? Was mag er am allerliebsten? Und dafür müssen wir ganz kurz einmal hier zur Kasse gehen. Und zwar habe ich gehört, dass Nick ultimativer Fan von Schokobon Crispies ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal diese zwei Packungen hier mit. Gehen zur Kasse und die wird Nick dann gleich bekommen. Ich habe die nächste Sache, Freunde. Nick, noch nicht gucken. Ja, ich sehe nichts. Und ich lege es dir einmal ganz kurz hier hin. Du darfst jetzt schauen. Schokobon Crispy, ich hatte die schon mal, aber die schmecken richtig lecker. Danke. Das muss ich aber auch sagen. High Five da drauf. Bam. Oh, wird da auch der probiert? Ich krieg auch rein. Mhm. Oh, das ist ja nett. Willst du auch einen Malbritt? Oder du? Okay, Nick, wir machen mal den Test, ob die auch lecker schmecken. Mh, lecker. Mhm. Was sagst du, 1 bis 10? 10. 10, muss ich aber auch sagen. Okay, Nick, halt am besten mal das Handy so, damit die Zuschauer dich noch sehen und du darfst das nächste Mal drehen. Jetzt mach ich. So geht's natürlich auch. EM-Ball. Krieg ich jetzt den EM-Ball? Wer weiß, musst du Augen zumachen. Der hier? Ich nehme das Handy. Du machst mal die Augen zu und dann gucken wir mal, vielleicht kann ich ja den EM-Ball irgendwo kaufen. Wir gehen mal direkt los. Okay, Freunde, Nick hat tatsächlich als nächstes den EM-Ball gedreht. Ihr habt's gesehen und deswegen habe ich hier tatsächlich die letzten zwei EM-Bälle. Hier ist der drin, der hat auch sogar eine richtig geile Verpackung. Ich würde sagen, wir nehmen wir einfach mal direkt mit. Ich hoffe einfach mal, Nick freut sich darüber. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr die EM geguckt? Und wenn ja, würdet ihr euch auch über einen EM-Ball freuen? Ich würde sagen, auf geht's zurück zu Nick, den EM-Ball übergeben. Ey, Nick, es tut mir leid, dass ich immer unterwegs bin und einkaufen bin, aber ich bin ja auch direkt immer wieder da. Ja, schon gut. Okay, Achtung, bist du bereit? Und bam! Oha, jetzt der EM-Ball. Wie cool. Danke. Bitteschön. Du hast mir ja schon erzählt, Nick, dass du genauso traurig warst, wie wahrscheinlich die Zuschauer da draußen, dass Deutschland rausgeflogen ist. Ja, und Portugal. Ja, stimmt. Du bist ja Ronaldo-Fan und Deutschland-Fan, ne? Mhm. Aber? Messi-Fan bin ich nicht, Messi ist schlecht. Oh, Freunde, aber ich muss sagen, ich bin auch Ronaldo-Fan. Also da sind wir schon in einem Boot. Nick, hast du eigentlich schon mal geprüft? Ich prüfe ja manchmal, ob die Zuschauer schon den Kanal abonniert haben. Mhm, und ich habe schon alle Kanäle abonniert. Willst du aber jetzt mal prüfen, ob die anderen Zuschauer deinen Kanal abonniert haben? Guck mal. Nee, einer noch nicht. Sag dem das mal, dass er abonnieren soll. Abonnier jetzt! Echt, ey? Und was sollen die kommentieren? Hashtag Eierkopf, oder? Hashtag Eierkopf. Danke, dass du mir ganz viele Geschenke gebracht hast. Aber es waren immer noch nicht alle, Nick. Das war ja erst die dritte Sache hier. Ja. Okay, dann hier das Handy und du darfst wieder drehen. Oh, du guckst sogar gar nicht. Oh, Smith-Toys-Geschenk 2. Okay, das zweite Smith-Toys-Geschenk. Beziehungsweise steht jetzt Smith-Toys-Geschenk 2, Freunde. Aber ich gehe jetzt das erste Mal zu Smith-Toys und kauf mal kurz ein. Nick, wir sehen uns bis gleich, ne? Ja, bis gleich. Okay, Freunde, Nick hat tatsächlich das erste Mal Smith-Toys gedreht. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ihm noch nicht verraten, was er jetzt bei Smith-Toys bekommt. Es sind ja auch noch ein paar Mal mehr Smith-Toys auf seinem Glücksrad drauf. Aber die erste Sache, die wir jetzt hier von Smith-Toys holen, ist einfach mal so ein ultra krasser Nerf X-Shot Blaster. Ihr seht das, das ist dann Nick, wenn er mit dem rumballert. Ich würde sagen, das Ding packen wir ein. Das hat auch hier so Gold, das kann man dann hier so ziehen und so richtig fett rumschießen. Ich würde sagen, wenn ich ihm das dann gleich übergebe, dann müsst ihr auf jeden Fall schon mal so eine Nerf-Schlacht machen, weil ich mal sehen will, ob er denn auch gut ist oder nicht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die einfach mal direkt mit, gehen zurück und
schauen, was Nick sagt. Ich denke mal, er freut sich, oder? Okay, boah, Nick, ey, die Sache. Meirut, guck mal, ist ja richtig. Nicht gucken, Mensch. Hab ich auch nicht gesehen. Nicht gucken. Nick, die nächste Sache, die ist so groß wie du, sage ich dir. Hä? Okay, Nick, du darfst jetzt gerne einmal hier zu mir schauen in meine Richtung. Eine Nerf, das ist auch meine erste. Echt, deine erste Nerf? Und guck mal, sogar direkt so ein richtig fettes Teil. Aber mal gucken. Na gut. Nicht so groß wie ich. Aber fast. Okay, Nick, dann würde ich sagen, darfst du das nächste Mal drehen, ne? Mhm. Ach, du willst so wieder drehen. Okay, ich bin gespannt. Soll ich sie verraten? Mhm. Oh, noch ein Smith Toys Geschenk. Drei. Ja, das ist schon das zweite jetzt. Wie gesagt, da steht zwar Nummer drei, aber ich würde sagen, Nick, wir sehen uns. Ich mach mal das goldene Ticket. Genau, du kannst mal kurz mit den Zuschauern reden. Ich gehe noch mal kurz einkaufen. Nick hat das zweite Mal Smith Toys gedreht. Und die andere Sache von Smith Toys, die wir jetzt holen werden, ist folgende Sache. Freund Nick, der ist ultimativer Mario Kart Fan. Und deswegen dachte ich mir, wir brauchen irgendwas von Mario Kart, was er vielleicht auch in echt benutzen kann. Passt mal auf. Bam! Einfach mal Hot Wheels Mario Kart. Guckt euch mal das an mit all diesen geilen Mario Kart Charakteren. Das Ganze haben wir zweimal. Gut, hier ist Todd auch noch mal drin, aber ich meine, die sehen dann noch ein bisschen anders aus. Und ja, ich glaube, die sind doch wirklich ultra geil, oder? Was sagt ihr? Würdet ihr euch darüber freuen? Also ich habe früher Hot Wheels geliebt und ich glaube, Nick liebt Hot Wheels genauso wie ich. Ja, wir sind ja ein Team, habt ihr ja gemerkt. Deswegen nehmen wir es auch mit und fahren zurück. Okay, Nick, hast du Augen zu? Ja. Nick, ich habe ja so ein bisschen meine Insider-Informationen, ja, musst du wissen, ne? Mhm. Ich verrate nicht, woher ich das weiß, aber ich weiß, dass du super gerne Mario magst. Mario Kart, ja? Ja, ich habe Mario Kart Deluxe 8 schon. Ich würde sagen, Nick, ich stelle mal die Sache hier direkt auf deine Seite hier wieder. Ja? Du kannst dann einmal gleich nach links gucken. Auf geht's. Cool. Hot Wheels Autos. Mario Kart Hot Wheels Autos. Ja. Schau mal, cool. Welchen findest du davon am coolsten? Mario. Mario? Boah, hier werden ja immer mehr Sachen, Nick. Mensch, wo sollen die ganzen Sachen hier hin? Mhm. Jetzt nochmal Paul Berger Limo, komm, ich mach mit. Prost, genau. Okay, Nick. Dann würde ich sagen, kriegst du einmal wieder das Handy und du darfst wieder drehen. Und Süßigkeiten 2. Okay, dann Nick, kommen jetzt die nächsten Süßigkeiten. Ja. Augen zu, ja? Mhm. Das nächste Mal Süßigkeitenladen gedreht, heißt Nick bekommt einen Klassiker. Und zwar Takis Blue Heat. Ich bin mal gespannt, ob er die mag. Also mir wurde nicht gesagt, dass er Takis mag, aber die müssen wir zusammen testen. Sind sehr scharf, aber ja, fahren wir zu Nick. Und wir testen die zusammen. Wir machen das als Team. Und du darfst einmal gucken. Cool. Beim letzten Mal sind wir dir im Rucksack zerbröselt. Mein Rucksack war dann voll. War der voll mit Blue Heat Takis? Mhm. Also, du musst die nicht probieren, ne? Aber ich sonst. Mag die. Du magst die? So, Nick dreht das nächste Mal. Oh, und das ist dann das letzte Smith Toys Geschenk, das dritte. Nick, dann düse ich wieder los, wir sehen uns gleich, ne? Augen zu. Alle guten Dinge sind drei. Nick hat das dritte Mal Smith Toys gedreht und ihr habt ja gesehen, Nick hat schon so Mario Kart Hot Wheels bekommen. Und wisst ihr, was man dann noch braucht, um mit den Mario Kart Hot Wheels zu spielen? Ganz genau, einfach mal eine richtig krasse Mario Kart Bahn. Guckt ihr euch mal an, das ist so Nintendo Mario Bros. Movie. Dann hat man hier sogar auch noch mal einen Mario drin. Und die ist hier mit so einem krassen Looping. Ihr seht, so sieht die ungefähr aufgebaut aus. Dann hier mit so einem Wasserfall. Also wirklich eine ultra krasse Hot Wheels Bahn, wo er dann mit seinen Mario Kart Autos, die er schon bekommen hat, da richtig geil rumfahren kann. Und die ist sogar im Angebot. Eigentlich hätte die 60 Euro fast gekostet. Kostet jetzt nur noch 30 Euro. Ich glaube, besser geht's doch gar nicht, oder? Okay, Nick, hast du die Augen zu? Oh, da ist er ja schon wieder. Ja, hab ich. So, Nick, ich habe mir nämlich gedacht, weißt du noch, was du gerade eben geschenkt bekommen hast von Smith Toys? Ja, die Hot Wheels Autos. So, und was kann man dann mit so Hot Wheels zum Beispiel machen? Eine Rennstrecke und am Ende ist er jetzt eine Rennstrecke. Ich will nicht zu viel sagen, Nick, du darfst gerne gucken. Oha, wie cool. So sieht die aus. Schau mal, die ist so, kannst gerne mal umdrehen. Kann man hier, dann macht er hier so den Looping, dann hier und dann... Leute, der wieder hier am Start. Das stimmt, die sieht geil aus, oder? Mhm.
Muss ich auch sagen. Also an deiner Stelle, wenn ich so alt wäre wie du früher, das wäre meine Lieblingsrennbahn gewesen, Nick. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn man die dann im Echt fährt. Das stimmt. Mhm. Okay, dann darfst du gerne das nächste Mal drehen. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. iPad. Ein iPad? Ich habe schon eins mit 4 zum Weihnachten bekommen. Ich glaube, du hast aber so ein Amazon-Tablet, kann das sein? Mhm. Ein iPad ist ja nochmal was anderes, oder? Ja. Okay, ich würde sagen, dann kannst du jetzt einmal die Augen zumachen. Und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht ein iPad herzaubern kann, oder? Man muss ja erstmal einkaufen gehen, dauert wieder einen Moment. Das kennst du ja wieder, ne? Das dauert bestimmt so 3 oder 2 Stunden. Das kann sein. Nick, bis später. Ja, bis später. Okay, Freunde, ihr habt gesehen, Nick hat tatsächlich iPad gedreht. Und ihr seht es hier gerade, hier gibt es wirklich echt richtig viele iPads. Hier zum Beispiel ist iPad Mini, iPad 10, dann da vorne ist so ein iPad Air, ein iPad Pro. Ich werde euch jetzt mal noch nicht verraten, welches iPad wir Nick mitnehmen, aber er kriegt auf jeden Fall ein perfektes iPad für ihn. Ihr werdet dann gleich seine Reaktion sehen. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich glaube, wir holen sogar auch noch eine iPad-Hülle mit dazu. Das heißt, er kann das wirklich 1A benutzen. So, Freunde, das iPad haben wir jetzt hier bei Saturn gekauft. Dazu bekommt er auch noch eine richtig geile Handyhülle. Und ich glaube, Nick ist schon richtig ungeduldig. Wir müssen schnell zurück ihm die Sachen geben. So, Nick, Augen erstmal zu. Ich habe hier was richtig Cooles für dich geholt. Was richtig Cooles. Freunde, schaut euch das mal an. Das ist auch gefühlt wieder so groß wie du, sage ich dir. Kann ich Augen öffnen? Noch nicht. Ich leg dir das schon mal einmal ganz kurz. Warte mal, ich leg dir das mal hier hin. So und da. Du darfst die Augen öffnen. Oh mein Gott! Ein iPad und. Eine Hülle fürs iPad. Cool. Oha. Oha. Cool. Guck mal, es ist sogar in Blau wie dein Oberteil. Das muss wahrscheinlich erstmal aufladen. Das machst du dann später mit Mama oder Papa, okay? Aber ich mach schon mal die Hülle dran. Das kannst du gerne machen. So, Nick, schau mal. Jetzt ist das hier richtig sicher drin. Guck. Das kann ich ja schon mal aufladen. Gell? Das stimmt, das können wir gerne machen. Ich glaube, Nick freut sich richtig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch freuen würdet. So, jetzt hast du sogar schon ein iPad bekommen. Das war immer noch nicht alles, Nick. Dann darfst du gerne mal wieder drehen. iTunes-Karte. Cool. Damit du auch das iPad vernünftig benutzen kannst. Soll ich mal kurz gucken, ob ich die auch irgendwo kaufen kann? Tja, okay. Bis gleich, Nick. Bis gleich. So, Freunde, Nick hat als nächstes so eine Geschenkkarte gedreht. Und ich habe gehört, er braucht iTunes-Karten, weil er auch sehr, sehr gerne Brawl Stars spielt, beziehungsweise iTunes-Karten kann man immer gut gebrauchen. Ihr seht, hier haben wir eine, da haben wir eine. Wir nehmen einfach auch nochmal hier für 25 Euro eine mit. Kann man ja immer gebrauchen, oder? Was würdet ihr mit 25 Euro machen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ich würde mir auf jeden Fall den Brawl Pass holen und vielleicht irgendwie so einen geilen Skin oder so. Auf zur Kasse. So, das hast du sehr passend gedreht, muss ich sagen, Nick. Du hast tatsächlich einmal hier folgende Sache. Darfst Augen aufmachen? 25 Items-Karte. Genau, weil dann kannst du direkt, ich weiß gar nicht, bist du Brawl Stars-Fan? Spielst du auch Brawl Stars? Nö. Nee? Ich habe mindestens mal 2 Runden bei einem Freund gespielt. Okay, aber wenn Mama das Ganze erlaubt, vielleicht kannst du dir dann ja auch Brawl Stars runterladen und dir dann damit den Brawl Pass zum Beispiel holen. Freunde, ich habe jetzt gerade mal das Glücksrad ein bisschen kürzer gemacht, weil die anderen Sachen hat Nick ja schon. Ja. Aber du darfst mal wieder drehen. Okay. Eine Nintendo-Karte. Willst du mir mal erzählen, welches, oder sonst willst du mal ganz kurz deine Switch holen und das mal den Zuschauern zeigen? Ja, einmal hier die Switch. Ja, dann setze ich gerne mal hin, weil du hast ein Lieblingsspiel auf der Switch, habe ich gehört. Minecraft ist es auf jeden Fall nicht. Ich nehme das hier. Super Mario, nee, Mario Rabbids? Ja. Magst du das gerne? Ist nur ein bisschen schwierig. Okay, und ich habe gehört, du hast jetzt gerade so eine Nintendo-Karte gedreht, richtig? Ich habe gehört, du möchtest dir in Mario Kart 8 Deluxe einen Pass kaufen? Ja? Okay, Nick, Augen zu, ich bin gleich wieder da. Also, Freunde, Nick hat als nächstes einen Nintendo-Gutschein gedreht. Und zwar spielt er unglaublich gerne Nintendo Switch. Deswegen haben wir hier so eine Nintendo eShop-Karte. Schaut mal, die gibt's hier einmal mit so Luigi. Ah, okay, das sind unterschiedliche Preise. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal die kleine mit. Er hat ja schon relativ viel bisher bekommen. Und ich glaube, auch darüber sollte er sich freuen. Ich würde sagen, die nehmen wir mit und übergeben sie an Nick. So, Master Nick.
Ich bin wieder da. Noch nicht gucken, sondern du darfst gerne jetzt einmal gucken. 25 Karte. Genau. Cool. Mit Yoshi drauf. Ja, mit Yoshi. Ich würde sagen, das sollte ja wahrscheinlich reichen für deinen Pass, oder? Mhm. Ja? Ja. Okay, dann leg das auch gerne mal dazu. Dann hast du jetzt noch zwei Sachen hier auf dem Glücksrad. Ich mache hier schon mal so die andere Sache auch nochmal weg. Und dann darfst du gleich mal sagen, über welche Sache würdest du dich mehr freuen? Über Süßigkeiten oder über ein Spezial-Eierkopf-Paket? Doch für das Eierkopf-Paket. Okay. Eierkopfpaket. Und dann kriegst du direkt das Eierkopfpaket. Okay, Nick, dann mach mal einmal Augen zu und ich hole das mal kurz, ja? Okay, Freunde, als nächstes hat Nick tatsächlich Merch-Paket gedreht. Und ihr seht es hier gerade, ich bin tatsächlich vor einer riesigen Merch-Wand bei meinem Management. Und zwar, schaut mal hier, da oben ist noch so der Danita-Bär. Hier ist zum Beispiel noch die Danita-Handyhülle. Oder hier haben wir den Mini-Eierkopf oder den Danita-Bär. Oder hier haben wir die Geldbörse oder hier die Tasse. Und ich habe tatsächlich jetzt hier ein richtig krasses Special-Paket zusammenstellen lassen für den guten Nick. Ich zeige euch das mal, aber jetzt ist es noch mal kurz zensiert. Alter, Freunde, schaut euch das mal an. Hier sind richtig geile Sachen drin. Alle exklusiv hier von der Produktion abgeholt. Und schauen wir einfach mal, wie Nick reagiert. Wir fahren mal direkt wieder zu ihm. So. Ich habe tatsächlich, ich war extra in der Produktion gerade. Die Zuschauer haben das schon gesehen, beziehungsweise haben es noch nicht gesehen. Mhm. Und ich habe sogar auch noch ein, zwei Sachen von mir mit reingetan, von mir zu Hause. Ja. So. Also, Nick, du darfst jetzt einmal sehr gerne gucken. Die Eierkopftasse, ein mini goldenes Ticket, die Trinkflasche, den Kalender, den Merch. Danke, Kevin. Bitteschön. Guck mal, das ist sogar auch noch, ich habe extra nachgefragt. Das ist auch sogar perfekt in deiner Größe. Ein anderes T-Shirt, noch ein zweiter Eierkopf-Merch. Ja, denn jetzt habe ich zwei. Und den Mini-Eierkopf hast du auch noch nicht, ne? Mm-mm. Willst du sonst mal einmal mit Mama irgendwie eben rübergehen? Und dir vielleicht mal den Fußball-Merch anziehen. Mhm, und ich stelle dann direkt auch mal Kalender auf. Okay, dann mach das mal. Maybrit und ich warten kurz, dann kommst du gleich wieder, okay? Ja. Kevin, guck mal, was ich anhabe. Oha! Ey, Nick, ich sagte, du siehst richtig fresh aus. Willst du dich hinsetzen? Mhm. Mega nice. Und jetzt habe ich ein mini-goldenes Ticket. Und du hast ein mini-goldenes Ticket. Mhm. Okay, Nick, das heißt, eine Sache bleibt übrig. Ich würde sagen, da musst du auch gar nicht drehen. Ja. Ich gehe noch mal ganz kurz weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Das dreht sich dann nur im Kreis und dann bleibt es da direkt stehen. Das hast du gut erkannt. Mhm. Okay, bis gleich. Bis gleich. Und das nächste Mal Süßigkeitenladen gedreht. Dieses Mal bekommt Nick sogar zwei Sachen zusammen, weil die ein bisschen kleiner sind. Und zwar einmal haben wir hier Skittles. Schaut euch mal das an. Ein original Skittles-Getränk. Da gibt es einmal Sauer, Original, Wildberry und Tropical. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal in Original. Das bekommt er schon einmal. Und dann die zweite Sache, die er bei diesem Süßigkeiten-Dreher dazu bekommt, ist tatsächlich Kinder-Creamy, Freunde. Ich würde sagen, davon nehmen wir ihm auch direkt einfach mal drei Stück mit. Wurde mir auch gesagt, dass er die sehr gerne mag. Und ich hoffe, damit können wir ihn überzeugen. So, Nick, noch nicht gucken. Ich bin mal sehr gespannt. Eine Sache ist mit dabei, die habe ich einfach mal so mitgenommen, um zu gucken. Vielleicht ist das ganz cool. Du darfst jetzt gerne einmal gucken. Kinder-Creamies und Skittles-Getränk, das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne das auch nicht, das habe ich da gesehen. Und ich dachte mir einfach mal, wenn ich das für jemanden holen muss, dann für dich. Oh, das goldene Cola-Glas. Ich habe auch das leuchtende Coca-Cola-Glas. Soll ich rein schenken oder kriegst du es hin? So, ich mache mal nur ein bisschen rein, dann kannst du erst mal probieren, okay? Mhm. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker? Okay. Das freut mich. Nick, dann haben wir jetzt alle Sachen vom Glücksrad gedreht. Mhm. Willst du mir einmal sagen, was du am allercoolsten fandest? Maybrit kann dir noch mal einmal ganz kurz zeigen. Musst du mal überlegen. Was fandest du am allercoolsten? Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Die Powerberger Limo. Echt? Die Powerberger Limo? Und die Nerf. Und die Nerf? Mhm. Aber ich würde sagen, alle anderen Sachen waren doch auch cool, oder? Ja. Ja? Haben wir, deine Wünsche erfüllt damit? Mhm. Ja, willst du mal einen fetten High Five geben? Okay, Nick, dann würde ich sagen, war es das jetzt hier auch schon mal mit dem Video? Und das iPad, auf jeden Fall. Das stimmt, das iPad ist ja da hinten. Nick, dann beenden wir jetzt erstmal das Video. Wir können dann gleich noch irgendwie kurz was trinken, irgendwie was fooden. Ich weiß noch nicht, ob du Essen irgendwie hier hast oder sowas. Ne? Ja, ganz viel. Ganz viel Süßes sogar noch im Schrank. Oh, in den Geheimschrank? Mm-mm. Okay, Nick, dann guck mal einmal kurz in die Kamera an. Sagen wir nochmal Tschüss an die Zuschauer. Und die sollen nochmal den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben, oder? Mhm. Okay, bis dann. Ciao, ciao.